Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Anja und ich möchte dir heute zeigen, wie super du dieses Set für simple Karten, aber auch für einfache Hintergründe verwenden kannst. Und wenn du Lust hast, dann bleib doch dran. Also in der aktuellen Celebration, und das finde ich ganz cool, gibt es dieses Textures and Frames Set. Mir gefällt das gut, weil das super variabel ist. Man kann das einfach als Hintergrundstempel verwenden oder man kann damit Motive stempeln, wie diesen Kreis einfach als ja, Schneeball oder als Weihnachtskugel oder als Sonne oder Mond und so weiter. Ich finde, das hier wäre auch cool für irgendwie Flaggen, wenn es zur ja, WM, EM, Olympia oder so geht. Damit könnte man sicherlich auch cool olympische Ringe machen. Also, mir fällt super viel ein. Ich will euch heute aber eigentlich ja, nur ein bisschen ein eigenes Designerpapier sozusagen gestalten oder eine Bordüre oder was auch immer. Genau, weil hier keine Texte drin sind, ich es aber schön fände, wenn noch ein Text mit drauf wäre, habe ich mir noch das Kreativ mit Freunden rausgesucht. Und Stempelfarben seht ihr hier. Ich habe mir auch noch Schwarz dazu gelegt. Stempelblöcke natürlich. Und dann habe ich mir Kartenaufleger gemacht. Da werde ich gleich drauf stempeln. Das ist wie immer grundweiß oder wie fast immer grundweiß. Und dann habe ich mir zwei Kartenrohlinge gemacht aus Hummelgelb. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und ich finde, das ist auch noch eine Farbe, auf die man noch gut schreiben kann. Also wenn es jetzt ein dunklerer Karton wäre, dann würde ich das eher vielleicht noch als Aufleger machen oder hier noch ein weißes Blatt reinpacken zum Schreiben, aber bei Hummelgelb, finde ich, geht das auch noch so. Die packe ich mal zur Seite. Ein bisschen Schmierpapier. Und dann können wir starten. Ich möchte zuerst hier mit den Kreisen arbeiten. Das finde ich einfach ein super Stempel, weil ihr könnt den auch benutzen, um einfach als Hintergrund für euer Hauptmotiv. Ach, was rede ich? Anja, leg los. Jetzt brabbel ich euch noch 10 Minuten das Ohr ab, was ihr damit alles Tolles machen könnt, ohne euch was zu zeigen. Also ich habe hier Aventurin, Abendblau und Hummelgelb, wie den Karton. Und habe mir jetzt überlegt, ich möchte mit dem Kreis einfach eine Bordüre machen. Hier an der Seite, rechts, links, oben, unten, völlig egal. Und werde den einfach zweifarbig gestalten, nämlich einmal mit Aventurin. Oh, mein Kissen ist so arg saftig. Moment. Oh, viel besser. Viel, viel besser. Ich fange in der Mitte an. Warum in der Mitte? Weil dann kann ich einfach schön den Fokus lenken. Wenn ich jetzt oben anfange, dann weiß ich nicht, komme ich nachher irgendwo raus. Das ist jetzt vielleicht auch nicht exakt die Mitte, aber so in etwa. Ich lasse ein bisschen Abstand dazwischen und versuche die aber ungefähr auf die gleiche Höhe zu packen. Wenn nicht, ist auch nicht so tragisch. Und die Zwischenräume, wollte ich gerade sagen, die möchte ich gerne in Abendblau stempeln. Auch hier kurz das Kissen noch mal ein bisschen ausgestrichen, weil es sonst einfach zu saftig ist. Das ist natürlich toll, wenn man immer so saftige Kissen kriegt, aber beim ersten Stempeln ist das unschön. Und die werde ich jetzt einfach hier überlappen stempeln. Ich hoffe, das ist von der Kameraperspektive heute gut. Jetzt sieht man schön, da wo die Farben überlappen, da gibt das Ganze so einen richtig dunklen, kräftigen Ton. Und was ich natürlich auch schön finde, sind die Spritzer hier.
Deswegen müssen die heute auch unbedingt noch zum Einsatz kommen. Und damit werde ich einfach das Hummelgeld nochmal aufnehmen, das ich ja auf der Karte habe. Einfach damit sich die Farbe natürlich auch auf dem Hauptmotiv zeigt. Sonst wäre es ja irgendwie ein bisschen schräg. Und die werde ich mir einfach hier um die Kreise drumherum setzen. Seht, ich habe mir auch die blaue Farbe, das Abendblau, nochmal als ein paar Spritzer gestempelt. Und jetzt werde ich das Aventurin noch nehmen und einen kleinen Text stempeln. Dann zwei Farben mal zur Seite. Und zwar habe ich mir rausgesucht, kreativ mit Freunden, und dachte, ich mache das als Geburtstagskarte und nehme Lass uns feiern. Ich glaube, so rum. Feiern. Und Lass uns. Und das würde ich gerne hier hinpacken. So halbwegs gerade. Ich könnte jetzt natürlich auch meine Stempelhilfe nehmen. Mache ich heute ausnahmsweise mal nicht. Ich trau mir das einfach mal so zu. Ein Stückchen rüber. So vielleicht. Jetzt könnte ich es auch gleich in die Stempelhilfe packen, gell? Ich setze schon so drauf machen. Okay. Warum denn auch nicht? Da ich ja jetzt in den unteren Rand stempel, packe ich es natürlich nicht so rein, weil dann kann das nicht so gut greifen. Deswegen packe ich es mal hier in die obere Ecke. Nee, dann passt das Lass uns auch nicht so gut. So. Wichtig ist, dass euer Stempel immer ein bisschen Abstand vom Rand habt, weil einfach die Platte sonst nicht richtig drücken kann. Oder nicht so gut drücken kann. Jetzt müssen wir einmal umdrehen, damit ich das hier auch gerade ausrichten kann. Einmal Klappe zu. Das wieder ordentlich positionieren. Und da ist Aventurin. Man könnte es jetzt natürlich auch zweifarbig stempeln, ne? Weil wir ja zwei Teile haben. Aber ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit Aventurin. Ganz schön nah am Rand. Dem gebe ich mal noch einen zweiten. Jetzt nicht unbedingt nötig, aber dann wird auch die Farbe ein kleines bisschen dunkler. Sehr schön. Das einmal in die Schrubberkiste. Das einmal zur Seite. Und dann hätte ich eigentlich meine erste Karte schon soweit fertig. Ich werde noch ein bisschen Band drumherum machen. Ich habe hier ein bisschen Baker's Twine von My Mind's Eye. Das ist schon relativ alt und liegt, glaube ich, ich weiß nicht wie viele Jahre schon in meiner Schublade.
Ich möchte euch noch eine zweite Idee zeigen. Und zwar werde ich dafür diesen Stempel verwenden, also diesen Pinselstrich. Diesmal werde ich aber zuerst meinen Spruch stempeln. Und zwar nehme ich dafür einfach nochmal Lass uns feiern und auch meine Stempelhilfe. Einmal meinen Aufleger einlegen und meinen Stempel. Und den möchte ich, hoffentlich reicht das mit dem Tisch, so, den möchte ich ins untere Drittel stempeln. Ja, ich brauche trotzdem mein Geodreieck, weil ich es immer brauche. Hier in etwa. So, dann will ich meinen Magneten ein bisschen verschieben. Und ich nehme diesmal einfach Abendblau. Werde ich auch noch ein zweites Mal stempeln. Und dann natürlich auch das Lass uns. Und das möchte ich ganz dicht dran setzen. Könnte ja für meinen Geschmack einen Ticken kleiner sein. Ich glaube, das geht so durch. Auch hier nehme ich noch mal Abendblau. Und da sieht man jetzt auch, glaube ich, im Kontrast ganz schön. Einmal gestempelt und zweimal gestempelt. Beim zweiten Mal wird der Ton halt ein bisschen dunkler, ein bisschen satter. Deswegen werde ich hier auch noch ein zweites Mal stempeln. Sehr schön. So, und dann hole ich das auch aus meiner Stempelhilfe raus, denn ich werde gleich wieder ein bisschen über den Rand stempeln. Das geht zwar mit Stempelhilfe auch, aber da reicht mir ein bisschen Schmierpapier. So, Stempelblock. Ich möchte diesen Pinselstrich hier verwenden. Schnappe ich mir. Hoch. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte eigentlich so eine Blockstruktur um meinen Spruch drumherum. Und das werde ich mit dem schönen Himmelgelb machen. Und da versuche ich jetzt einfach das Muster so gerade und so sauber wie möglich zu stempeln, sodass das so ein bisschen aussieht, als wären die alle auf einer Ebene.
Und für die nächste Reihe möchte ich das aber gerne ein bisschen versetzen. Ihr seht, das Lass uns feiern ist eigentlich fast genauso breit wie dieser Stempel. Das heißt, wenn ich hier ein bisschen versetzt anfange, die jetzt auch alle so im gleichen Atemzug, im gleichen Abstand wie vorher stempeln. Dann sollte das ein schönes Muster ergeben. Hier werde ich mir jetzt ein bisschen das Feiern gleich abkleben. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier ungefähr den gleichen Abstand, den gleichen Versatz wieder hinkriege. Damit ich jetzt mein hier Lass uns feiern nicht überdecke, nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen Post-it oder anderes Schmierpapier, was ihr da habt. Und werde mir jetzt das hier einfach einmal so ein bisschen abdecken. Es muss nicht doll sein, nur dass ich halt nicht über dieses F drüber stempel. Ja, ich könnte mir auch eine saubere Schablone rausnehmen, rausschneiden. Lasse ich in dem Fall mal weg. So, so passt das. Ich nur gucken, dass ich meinen Stempel wieder richtig rumhalte. Könnt ihr natürlich auch alternierend stempeln, aber das wollte ich ja nicht. Muss ich mal schauen, dass ich den Versatz sauber hinkriege. Ungefähr hier. Und das könnte mit meinem F sogar ganz sauber passen. Und jetzt seht ihr, habe ich einen wunderbar gemusterten Hintergrund, aus dem die Schrift sozusagen hervorpoppt. Da kann ich mir jetzt natürlich auch ein bisschen Band zumachen. Ich habe mir aber überlegt, ein paar Pailletten wären hier ganz cool. Und habe mir hier allerlei Pailletten rausgesucht. Da sind nämlich so wundervolle gelb-orange-Töne drin. Geöffnet, ohne alles auf meinem Tisch zu verteilen. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich hoffe, ihr auch. So, dann nehme ich mir einen Flüssigkleber. Das ist so ein Klebestift. Oh, da kommt schon wieder ganz schön viel raus. Und von den Pailletten nehme ich mir jetzt einfach ein paar und werde mir hier einfach grob drauf werfen, raufrieseln lassen. Ganz zufällig. So viel brauche ich gar nicht. Ist hier wieder schön in sein Päckchen. Und da werde ich jetzt gleich. Na. Die Hälfte auf dem Schoß. Die werde ich jetzt einfach mit Hilfe vom Aufhebhelfer und diesem kleinen Klebestift in Ruhe aufkleben. Das mache ich jetzt aber wirklich in Ruhe. Da hole ich euch gleich wieder ab. Zum Abschluss nochmal die zwei Kärtchen, die dann heute entstanden sind. Einmal diese hier. Lasst uns feiern. Mit den Kreisen und den Spritzern. Kleines Bändchen. Im Inneren habe ich einfach die Kreise nochmal mit den Spritzern wiederholt, damit man das Motiv nochmal aufgreift. Und hier statt mit Bändchen mit ein bisschen Pailletten, damit das Ganze auch funkelt. Und auch hier lasst uns feiern. Und die Blöcke, die könnte man natürlich auch kunterbunt stempeln. Ich mag das in diesem einfarbigen Look sehr schön. Das passt natürlich auch schön zur Grundkarte. Und hier habe ich auch einfach den Rand nochmal wiederholt, damit sich das Ganze im Inneren nochmal wiederholt. Ich hoffe, die zwei Ideen haben dir gefallen. Dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch über ein Abo von dir freuen und über einen Kommentar.
und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüssi!